Hallo und willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. So, wir sind hier immer noch in diesem kleinen Außenposten, können noch eine Quest annehmen und dann geht's endlich weiter. Hoffentlich ans Dino töten. So, Quest 60 Meter voraus, das heißt wahrscheinlich nicht in dieser Schmiede. Vielleicht gibt's ja hier noch was, was man machen können. Da wollte zumindest eine mit uns saufen. Das können wir natürlich gern machen. Das sieht nicht wie ein Saufzelt aus. Oh, dir geht's nicht gut, das sehe ich sofort. Ich als Kenner aller Invaliden. Du bist auf eine Mine getreten? Das war nicht der letzte Unfall, wenn Olvand weiter in den Tunneln gräbt. Welche Mine? Nordöstlich von Kettenkratz am Flussende. Ich hatte Corwin schon nach dem ersten Einsturz gewarnt, aber Olvand hat bestimmt gedroht, den Lohn zu kürzen. Nein! Oder schlimmer. Den Urlaub? Immer mit der Ruhe. Erzähl mir alles. Erstmal deine Verletzung. Du wurdest also bei einem Einsturz verletzt? Ja. Vor ein paar Tagen. Deshalb ist mein Bein jetzt kaputt. Sieht noch ziemlich heil aus. Corwin und die anderen wollten eine neue Ader öffnen. Ich war woanders beschäftigt. Durch ihre Sprengung brach der Tunnel ein, in dem ich war. Ich wäre vielleicht rausgekommen, wenn ich nicht so todmüde gewesen wäre. Wir wollten zu viel und das zu schnell. Und du fürchtest, dass es nächstes Mal nicht so glimpflich für Corwin und die anderen ausgeht? Mhm. Du triffst den Nagel auf den Kopf. Ja, da ich bin ganz gut im Hämmern. Na gut, ich kann vielleicht helfen. Ich könnte bei Gelegenheit nach deinen Leuten sehen. Das wäre nett von dir. Ich bin eine nette Person. Danke. Die es manchmal eilig hat, aber manchmal ganz entspannt nimmt. Okay, ich glaube, das war die letzte Quest, die wir hier annehmen können. F9 Questmenü. Kann ich das nicht auch auf I? Boah, I ist zumindest auch nur ein Klick dann entfernt. Gravierende Probleme. Ein verlässter Osaram, das ist nur 300 Meter entfernt. Oh, da draußen. Ich kletter mal hier rüber. Oh, das klappt. Das ist ja fantastisch. Dann wollen wir mal dahin. Vielleicht können wir sein abgeschlagenes Bein retten. Offenbar wächst Bitterkraut gern auf felsigem Boden. Ja. Und wir brauchen noch 4 Wildfleisch. Nochmal Bitterkraut hier damit. Okay, das dürfte genug Bitterkraut sein. Ja, fürs Erste reicht das wohl, aber ich nehme die anderen 2 hier auch noch mit. So viel wie in meine schönen tiefen Taschen passen. Oh, das sieht hier auch interessant aus. Und das ist ein ziemlich cooler Fluss. Oh, Maiskölbchen. Nee, keine Maiskölbchen. Es ist eine Flussblüte. Sah ein bisschen aus wie Maiskölbchen. Aber nur wenn man sehr stark schielt oder Sehprobleme hat, so wie ich. Tja, das hat bestimmt hier niemand vermisst oder wird niemand vermissen. Den trockenen Fisch können wir leider nicht mitnehmen. Da hinten sind Dinos, den will ich natürlich auf die Fresse hauen. Und unbekanntes Gefilde voraus. Also waren das die bösen Dinos. Also der geht ja noch. Und ansonsten waren die hier, glaube ich, schon ein bisschen wilder. Was ist denn das? Ist das Baumwolle? Ist das Schaum? Ist das eine sterbende Pflanze? Ich weiß es nicht. So viele Fragen. Sah zumindest sehr interessant aus. Das ist Reserve. Und der gelbe Blütler lässt sich hier nicht mitnehmen. So, da oben wollte ich diesmal gar nicht hin. Wildschwein! Wildschwein! Bleib stehen! Doch nicht mit dem Säurepfeil! Waffenrad. Toll, jetzt drücke ich F. Letztes Mal extra auf Tab gewechselt. Naja, man kann nicht alles haben. Wildschwein. Put, put, put. Wo bist du? Ich sehe nur Büsche. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Na gut, Flussblüte. Noch ein Wildschwein. Bleib stehen! Bleib liegen, wollte ich sagen. Ja. Flussblüte für mich. Dann Wildschwein für mich. Und dann schauen wir, ob hier noch irgendwas im Bach liegt. Im kleinen Teich. Na komm, kletter raus. Wir brauchen alles hiervon. Ja, die Hauer. Und Wildfleisch. Wunderbar. Brauchen wir aber nochmal. Da unten leuchtet es auch so blau. Was ist denn das immer? Ich glaube, das ist ein Höhleneingang. Ja, sieht danach aus. Sind hohle Höhlen. Sieht aber schon
Versunkene Höhle, östlich irgendwas. Sieht aber schon richtig cool aus mit den biolumineszierenden Elementen hier. So, dann taucht mal einmal auf. Das sieht so wie die Wasseroberfläche aus. Ja, ich dachte, ich hätte einen ganzen Balken Zeit. So. Keine Ahnung, warum sich Aloy schon beschwert hat mit der Luft. Wenn sie mir einen kompletten Balken geben, will ich auch einen kompletten Balken haben. Irgendwas noch hier? Oder nur eine Lufthöhle? Na gut, dann wollen wir wieder raus. Wenn wir einen Weg finden. Da hinten. Da ist ja auch noch Loot. Ich dachte, ich hätte alles aufgesammelt. Hab ich eigentlich auch. Was ist da drin? Alles nehmen. Dankeschön. Aloy, hör auf, dich zu beschweren. Oder mach den Balken kleiner. Ah, das müssen wir wahrscheinlich auskillen. Das ist ein bisschen nervig und... Oh, das war nicht der Ausgang. Die haben es ins Innere der Höhle geschafft. Da ist noch so ein Grünkristall. Nee, Grünsplitter nennen die das ja. Ist egal. Ist Kristall, ist grün. Was will man mehr? So. Schön. Lauter Grünglanz. Ja, in unserem Inventar. Oh, Kollege, was ist mit dir passiert? Eigentlich muss man ja viele Leichen unten eher sehen. Wenn sie hier plündern wollten. Ist aber eine faszinierende Höhle. Dann wollen wir mal weiter schwimmen. Da kommen wir ja hier raus irgendwie. Wir kommen zumindest weiter. Und Loot am Boden. Hey! Sag ich doch, da liegt ein... Achso, das ist ein Dino. Ja gut, die Metallscherben nehme ich trotzdem. Ja, chill. Na gut, gehen wir mal an die Oberfläche. Hammer nicht. Na gut. Schön Luft anhalten. Ja, ich weiß, dass ich wenig Sauerstoff habe. Dafür taucht man ja. So. Nee, irgendwie müssen wir unsere Lungenkapazität erhöhen. Es gibt ja einige, die Angst vor großen Gewässern, tiefen Gewässern, wenig Luft unter Wasser haben. Ich gehöre teilweise dazu, deswegen, ich glaube, nennen wir Thalassophobie. Keine Ahnung. Ich mag auch keine Quallen und Riesenkraken und den ganzen Scheiß. Das gibt's ja zum Glück nicht, aber ist schon ein bisschen bedrückend manchmal, wenn die Luft dann unter Wasser ausgeht. In Spielen geht's, aber... Lindorf meint, dass ich in ihrem Schrott eine Karte finde. Dann gib mal euren Schrott her. Du lebst immer noch, Kollege. Aha. Betäubt und ja, dauerhaft heruntergefahren, würde ich mal sagen. Ist ja eine Maschine. So, was haben wir denn noch? Die Bauteile, die ich abgeschlagen habe. Oh, da liegt ja ein Stein. Hätte man beinahe übersehen. Kann man sich nicht vorstellen, was dann passiert wäre. So, ich heile mich mal hoch. Oh, nehme ich mit. Da liegt auch noch ein Haufen Mist. Nehme ich auch mit. Wenn ich kann. Ja, kann ich. Keine Metallplatte. Hier mit dem ganzen schönen Auf Zeug. Zum nächsten Schrotthaufen. Ich dachte zur nächsten voraussichtlichen Maschinenleiche. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. In den Hintern rein. Das verträgt keine Maschine. Versucht es mal bei eurem Mixer daheim. Der wird sich nicht freuen. Macht es nicht zu Hause nach. Und hier ist ein Nest. Nö. Der ist jetzt blöd mir zugewandt. Oh, oh. Nein. Nein. Ich bin so unsichtbar. Also oder auch nicht. Bist du down? Na also, ich liebe diesen Schlag. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich. Oh, ein Bauteil. Au! Ganz schön fies bist du. Wieso lebst denn du noch? Bauteil? Bauteil? Bist du tot? Geht manchmal schneller, als man denkt hier. So, diese schönen... Ich weiß nicht, wie sie heißen, sehen für mich ein bisschen nach Salamander aus.
Gräber. Okay, das waren die Gräber. Ich bin der Grabräuber. Nein! Hör auf, deine Freunde anzulocken. Ah, wir machen so viel Schaden. Hallo? Noch jemand da? Nö. Nee, gut, hätte ich mir beinahe... Oh! Doch noch jemand da. Kannst dich aber gut tarnen, Kollege. Ich mag's, dass wir schon richtig gut sind im Vergleich zum ersten Teil. Da muss man selbstverständlich alles lernen. Und ist gut, dass sie irgendwie das hier nicht wieder irgendwie eine Story eingeführt haben. Oh, wir haben alles vergessen, wir haben Gedächtnisverlust. Wir müssen alles nochmal lernen, sondern dass wir wirklich ein paar unserer Fähigkeiten noch haben und trotzdem Fähigkeiten ausbauen können. Das finde ich richtig klasse. Was liegt denn da alles dran? Kühlsaft, Löschwasser. Oh, Verzeihung, damit können wir bestimmt Sachen löschen. Komm, Schrotthaufen. Hier sind die Trigger noch ein bisschen komisch. Oh, gewählte Metallplatte. Wunderbar, wir haben schon die Bratpfanne. Und was ist hier? Grünende Blüte. Na gut. Dann haben wir hier oben... Oh. Die Mine war, als wir losgelaufen sind, glaub näher dran. Die Welt lädt aber auch zum Entdecken ein. Na gut, jetzt auf die Mine zu irgendwie. Nachdem wir hier... Warum steht einfach hier mittendrin eine Kiste? Nicht mal gut versteckt. So. So, das ist der Lift hier. Keine Ahnung, ob wir hier hochkommen. Doch, das sieht gut aus. Nein! Aloy! Sehr gut. War man hier nicht schon? Was ist das hier? Ich hab's noch nicht gelootet, dann war man hier noch nicht. Da hab ich's gelootet. Nee, da ist noch Loot. Nehm ich gerne alles an mich. Doch, wir waren hier. Hier war ja dieser eine... Hier ist der Aufzug und da war dieser Priestertyp. Okay, 158 Meter zur Mine. Kam mir gleich so bekannt vor hier. Lagerfeuer, da werden wir einmal kurz schnell speichern. Und dann haben wir die Mine hier fast gefunden. Ja, das nenne ich schnell speichern. So, 100 Meter noch. Und hoffentlich gibt es da richtig fiese Dinos, die ich ausschalten muss. Wo ist denn die Mine? Die Arbeiter werden doch hier nicht alle hochklettern. Vielleicht doch. Also ich kann hoch, das ist mir klar. Na, wie kommen die anderen Arbeiter hier hin? Nein, ich bin doch gesprungen. Komm schon. Wir müssten doch hier rumkommen. Verstehen? Okay. Oder führt das einfach nur wieder zu diesem einen Haus, wo wir drauf waren? Kann eigentlich nicht sein. Nee. Da sind wir ganz woanders. Aber teilweise ist es schon komisch, welche Vorsprünge sie nicht klettern kann. Sind zum Glück irgendwie markiert, dank des Fokuses. Das sieht gut aus. Also, dass sie das so gelöst haben, finde ich richtig gut. Früher war ja die Felsen, wo man klettern konnte, auch noch... Das hier ergibt richtig schön Farbe. Gelb. Ist schön, dass sie das anders gelöst haben. Wo Arnoffs Leute sein sollen. Ist da oben irgendwas, was rot leuchtet? Ich glaube, kann man da überhaupt hin? Nö. Und sieht auch nur ein bisschen rot aus. Komm schon, streng dich mal ein bisschen an. Hier lag doch irgendwo auch ein riesiger roter Kristall. Ich weiß, ich mache wieder komisches Zeug, wo ich gar nicht hingehöre. Oh, das sieht doch eher nach einem Minenstützpunkt aus. Da gibt es sogar ein Schienensystem. Ja, hat man öfter in der Mine. So, dann schauen wir, wie wir da runterkommen. Aloy backt. Jetzt nicht mehr. Dann ist er runtergefallen. Jetzt sind wir tot. Entschuldigung. Welt ist dem Untergang geweiht. Wir waren die Letzten, die das Überleben der Menschheit hätten sichern können. Beziehungsweise des ganzen Planeten.
Ja, was gibt's jetzt lang zu laden? Wieso gibt's noch kein Schnellladen und Schnellspeichern? Ja, das geht noch. Ja, das hätte man durchsucht. Habe ich mein Inventar eigentlich noch? Ja, ist genug Zeug drin. So, dann einmal nochmal und diesmal ein bisschen besser. So, dann wieder springen. Hier würde ich auch denken, auf dem Felsen, wo ich mich gerade dranhänge, könnte man doch einen Fuß bringen und sich dann einfach nach oben ziehen. Aber das will sie nicht. Und will sie einfach nicht. Auch hier müsste... Okay. Sie hat ihren eigenen Kopf. Sie weiß ja, wie man klettert. Da kann ich als hier Backseat-Gamer, obwohl ich hier nicht im Backseat bin, nicht viel beitragen. Vielleicht bin ich ein Backseat-Kletterer. Und das versuche ich eigentlich zu vermeiden. Die hat schon einen guten Track-Record, was hier so Berggipfel angeht. Oh, da ist noch eine Metallblume. Ist die auch noch verwachsen? Blockierter Weg. Mist. Ah, da können wir uns abseilen. Da wollen wir dann auch hin. Nein, nicht davor wieder runterfallen. Und hui. Ich hätte das Seil immer vor dem Absprung festgemacht. Nur um sicher zu gehen. Aber auch da werde ich mich besser nicht einmischen. Bis jetzt hat sie das immer geschafft. Wer hat Probleme? Wer will Probleme? Für Probleme bin ich zuständig. Jetzt bin ich auf und alles vorbereitet. Na also, wenn Aloy das sagt, dann muss es stimmen. Ich bin einfach gerannt. Ich habe mich nicht umgedreht. Ich habe mich nicht umgedreht. Das ist wohl der Vorarbeiter. Arnulf hat ihn erwähnt. Ich sollte mit ihm bei euch. Da sind auch Maschinen. Schwein! Ja, hier mit deinem köstlichen Fleisch. Da brauchen wir aber noch ein bisschen was von. Wo ist das nächste Schwein? Da ist so ein Huhn. Was ist denn das? Ein Unterschlupf? Nee. Hä, Herr? Ich glaube, ich habe alles, was Mildo wollte. Das ist gut. Ich habe jetzt richtig Hunger. Ach, ich brauche nicht Wildschweinfleisch, nur Wildfleisch. Das ist ja richtig. Können wir die Axt nehmen? Ist bestimmt eine legendäre Waffe. Anscheinend noch nicht. Na gut, wir können hier erstmal schnell speichern. Und dann das Zeug da von... Was ist denn das hier? Nicht verfügbar. Okay. Das ist meine Kiste. Nehmen wir mal alles mit. Alle Kategorien auffüllen. Echt? Ich will es mitnehmen. Mitnehmen. Kein Platz in meinem Beutel. Okay. Nehmen. Ja. Sonst weiß ich ja nicht, was ich brauche. So, Werkbank. Schalt mal erstmal eins von diesen Biestern aus. Aha. Du bist gleich so richtig schön sauer. Kann man dich irgendwie schlagen in dem Zustand? Die sind schon mies. Komm, stiller Schlag. Wie viel Leben haben die? Brauch Feuerpfeile unbedingt. Ich treff doch irgendwie irgendwas. Irgendwie. Muss ich echt bei dir die ganzen Behälter abschießen? Keine Munition, das ist mein Fehler. So, ein Glück hält die Zeit dann ein bisschen an. Oh, nicht noch ein Kamerad, der mit mir kämpfen will. Der ist anscheinend auch sehr säureunverträglich. Bin doch ausgewichen noch. Zu spät gedrückt. Ich kenne das Problem. So. Du bist down. Mir geht's gleich genauso. Boah, ich mag diese Blitzkugeln, diese Schleudern. Das ist ein schönes Element. Komm schon. Komm schon.
Ja, ist ja gut. Ich wollte mal die anderen ausschalten, nicht nur euch. Oh, hilf, 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 hilf. Ja, geht doch schon wieder viel besser. Kann sie das durch einen Baum? Nein. Nö, nö, nö. Na, der kann auch nicht durch einen Baum. So, jetzt... Oh, Mist. Ah, sehr schön. Und kritischer Schlag. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Nein! Vergessen zu heilen. Och, Mensch. Menschenskinder hier. Du wurdest durch Elementschaden getötet. Einige Outfits sind schwach gegen bestimmte Elemente und stark gegen andere. Stelle sicher, dass du das richtige Outfit für die jeweilige Situation ausrüstest. Ja, ich glaube, das hat man nicht. Das hat man einfach nicht. Zum Glück haben wir hier gespeichert. Also wirklich mit Roboter killen ist hier nicht. Habe ich das Spiel auf ultra schwer gestellt? Eigentlich nicht. Deswegen ist es ein Skill-Issue und das gefällt mir nicht. Bisschen Skill sollte ja vorhanden sein. So, so, so. Schönes Reinholz. Heißt so, weil es ins Inventar rein soll. Das haben wir schon geklärt. Immer noch nicht verfügbar. Werkbank brauche ich gerade nicht. Ich will so einen Roboter ausschalten. So einen mit hier hinten Düsensaft oder was das ist. Nicht nur die Salamander. Die Gräber, Verzeihung. Weiß nicht, warum ich immer Salamander sage. Vielleicht, weil sie genauso aussehen. So, langsam schleichen. Schleichen. Schnell schleichen. Schnell schleichen. Ach, der laufe ja wieder die ganze Zeit hinterher. Der hat ungefähr meine Geschwindigkeit. Komm schon. Bin ganz unauffällig. Trigger! Sehr schön. Hier mit deinen Ressourcen. Oh, waren nur ein paar Metallscherben. Das lohnt sich ja nicht mal. Wofür mache ich mir hier den ganzen Aufwand? Bin echt wieder von der Quest abgewichen. Hi. Ich bin so schön getarnt mit meinen roten Haaren. Bäm! In die Halsschlagader. Hätte ich gesagt, hätte eine besessen. Stufe 4. So, Fertigkeitspunkten haben wir. Da unten liegt ja was. Ohohohoho, Fischdino. Nee, das wird auch so ein Vieh sein. Ist das nicht einfach auch ein Gräber? Jetzt wird's laut. Was bist du denn? Nein, Fokus. Doch, du bist ein Gräber. Was machst du denn da? Außer drauf gehen. So. Nochmal kurz scannen. Und tauchen. Da hoffentlich der einzige hier unten. So viel zu, wir haben keine großen Viecher im Wasser. Und so groß war das noch nicht. Aber wenn der schon im Wasser ist, was wird dann noch im Wasser sein? Heilende Biere. So, da ist doch Loot, das ich brauche. Rohstoffbehälter, so sieht's aus. Und nochmal Bieren, die heilen. Ja, hoch mit dir. Hoch mit dir, Aloy. Schwimm wie ein Fisch oder mach's besser. So, da hinten gibt's auch noch Kletterwege und komische Pflanzen. Keine Ahnung, was das ist. Wir nehmen's mal mit. Komm schon. Ist das dein Ernst? Hier steht überall, dass du klettern kannst. Na gut, dann geh mal hier raus. Hallo, Aloy? Aloy! Du willst nicht ernsthaft, dass ich da ganz außen rum für das Stück Pflanze gehe? Komm schon. Mach was für dein Geld. Dankeschön. Hui. Ich will das nur. Ach, Mitternachtsblüte. Ja, ja. Später einem Färber bringen. Das kriegt man auch noch hin. So. Nein, da ist nichts hinterm Wasserfall. Wo ist meine legendäre Truhe? Beziehungsweise normale Truhe mit legendärem Inhalt. Da müssen wir wohl weitersuchen. So, jetzt aber mal ins Questgebiet. Vielleicht speichern wir nochmal. Unterschlupf haben wir ja gerade gesehen, dass da noch nicht alles verfügbar ist. Oh, ein Waschbär. Sieht aus wie eine fette Katze.
Nein, wieso leuchtet der jetzt so? Jetzt. Oh, siehst du toll aus, mein Kleiner. Mein kleiner Trash-Panda. Ja, sieht hier gut. Oh, ich bringe das nicht übers Herz. Ich habe zu viel mit ihm interagiert. Andere bringe ich wieder um, aber den, der darf leben. So. Wildschwein, du darfst nicht leben. Wir brauchen deine Hauer oder irgendwas. Generell für Crafting-Material relativ wertvoll. Und so oft gehe ich nicht auf die Wildschweinjagd. Aha. Da sagt jemand, mit Zeitlupe treffe ich nicht. So, was hast du eigentlich hier? Feder, Flügel, Wildfleisch. Na gut. Irgendwas noch, was hier rumkreucht und rumfleucht. Hab leider keine Dinos mehr gesehen, die jetzt in der Nähe sind, die ich einfach so ausschalten kann. Also diese mit den vielen Springteilen und Hörnern, die mich immer ausschalten. Die zumindest so schwierig wirken. Da hinten vielleicht. Ja, wie gesagt, wir speichern jetzt erstmal. Lagerfeuer. War hier auch eins in der Nähe? Ja. Ja, ja. Ne, 100 Meter in die Richtung kann nicht sein. Na gut, dann speichern wir nicht. Alles okay? Ui, eingebrochener Arm. Danke, ab in den Krankenflügel mit dir. Arnulf schickt mich. Ich... Nicht jetzt. Was ist denn los, Kollege? Vorsicht. Was ist passiert? Explosion in der Mine. Wasser, alles ist überflutet. Meine Leute sind noch da unten. Ich muss weiter. Nein, das mache ich. Du hast genug getan. Ich habe Lungen aus Stahl. Ich muss genau wissen, was passiert ist. Wir haben kontrolliert gesprengt, um neue Adern im Berg zu finden. Kontrolliert heißt, dass nichts einstürzt. Irgendwas lief schief. So ungefähr. Ich muss da rein. Nein, ich gehe da rein. Du ruhst dich hier aus. Wie viele sind noch da unten? Sag nicht Colin, 40. Wie viele? Zwei, glaube ich. Na, die kriege ich mit. Noch zwei. Ich tue, was ich kann. Na gut, tun wir dann mal, was wir können. Und das ist begrenzt die Luft anhalten. Ja, das sieht gut aus. Ich muss die Bergleute finden, schnell. Hast du gut erkannt. So. Gut. Ja, ist ja gut. Hier ist ja nicht alles überflutet. Es sieht zumindest hier sehr atembar aus. Was ist da denn oben? Ein Fass? Hallo? Hört mich jemand? Also ich hätte dich auch gehört. Na gut, die haben hier drüben gerufen. Wo auch immer das sein mag, wir werden es finden. Ich kann mich auch abstoßen. Wie? Mit E. Hui! Das ist eine coole Mechanik. Komm, hier ist doch alles. Leute. Einer von ihnen sieht nicht gut aus. Ich habe Halluzinationen. Ist das ein Info? Hi. Die sehen doch beide gut aus. Seid ihr okay? Wer bist du? Ist doch noch alles dran? Corvin schickt mich. Seid ihr verletzt? Oh, mein Bein. Ich war zu nah an der Explosion. Ja, was machst passiert? Du denn da? Im hinteren Tunnel gesprungen. Da verletzt du dich doch noch. Die Stützen hielten nicht und er brach ein. Ich glaube, der Ablaufschacht ist blockiert. Das Wasser floss so schnell hier rein, wie ich Bier trinke. Wir konnten uns knapp hierher retten. Irgendetwas hält das Wasser also in den Tunneln. Was überlegst du? Ich habe eine Idee. Gibt es hier noch Sprengstoff? Bist du verrückt? Ja. Nur ein bisschen. Hier oben. Aber du brauchst Zündschnüre. Bist du verrückt? Du bist hier ist niemand verrückt. Und ich lass dich nicht hier. Schlimmer kann sie es ja wohl nicht machen. Ihr wartet hier. Da unterschätzt ihr mich aber. Ich muss herausfinden, was den Ablaufschacht blockiert. Ich dachte, wir könnten jetzt einfach einen riesigen Stöpsel ziehen. Gibt's hier noch was zum Looten? Die Mine über mir einstürzt.
Oh, das war der falsche Weg. Das hier ist doch der richtige. Hui. Also nach oben oder nach unten? Unbekannt in 76 Metern. Das sieht hier alles bekannt aus. Schub. Ja, ist ja gut. Stell dich nicht so an. Kann zwar länger die Luft anhalten als ich. Deswegen mache ich sowas auch nicht. Geschafft. Da ist der Schutt, der den Schacht blockiert. Wo? Wenn ich an den Sprengstoff da oben rankomme, kann ich den Schutt vielleicht wegsprengen. Aha. Und wie komme ich an den schönen Loot? Hast du dir das schon überlegt, Aloy? Nein, nein. Ja, nein. Jetzt beinahe geschafft, auf eine falsche Weise. Schade. So, macht man das nochmal. Da gibt es zumindest eine Leiter. Muss ja irgendwie menschenmöglich sein. Auf einem besseren Weg vielleicht. So, kann ich mit... wie war das? E? Kann ich die nicht ziehen? Wäre viel cooler, wenn man so möglichst viele Gegenstände ziehen könnte. Na gut, wir probieren es nochmal. Obwohl das garantiert nicht der richtige Weg hier ist. Aber es hat geklappt. Zumindest für die erste Truhe. Ja, damit. Und das klappt doch auch nicht. Na gut. So, irgendwas unter uns, was noch aufgehoben werden will. Ja. Da seht ihr schon. So, oder ist das nur der Schutt? Nee, ich denk mal, das ist wertvolles Zeug. Nein. Nein, nein. Das war nicht so wertvoll. Da kann ich mit interagieren. Dann mach mal das doch mal. Ja, ich drück doch alles. Vielleicht sollte ich die richtigen Sachen drücken. Kann ich unter Wasser nicht einsetzen anscheinend. Haben wir das schon mal rausgefunden. Das ist doch was Gutes. Die Kälte lässt meine Haut brennen. Was für eine Kälte. Sieht doch hier ganz gemütlich aus. Der dampft sogar. Oh, vielleicht ist das nur Spray vom Wasser. Das kann natürlich auch sein. Dass das Wasserdampf ist und zwar kein warmer. Na gut. So. Aloy, hast du einen Plan? Ich habe keinen. Das sieht doch hier besser aus. Das müssen wir aber auch wieder irgendwie hinbekommen, dass wir das anfassen. Ja, ganz da oben hin. Ich bin deiner Meinung. Also Waffen kann ich echt nicht auswählen. Vielleicht müssen wir dann von hier übers Seil. Aber was können wir dann machen? Das bin ich mir halt noch... Okay. Das war es anscheinend nicht. Und jetzt kannst du nicht auf dem Seil laufen. Na gut. Komm mal hier hoch. Hey, da ist doch was Cooles noch drin, oder? Anscheinend nicht. Da oben ist was Cooles. Ah, und hier geht's hoch. Warum nicht gleich so? Seitdem das nicht mehr so hellgelb leuchtet, habe ich ein bisschen Orientierungsschwäche. Na, da komme ich bestimmt noch rein. So, da oben ist so eine Kiste. Die dürft man nicht vergessen. Hui. Hui. Okay, aber das ist doch der falsche Weg. Das ist ein Weg nach draußen. Oder zu mehr Dinos. Da wollen wir auf jeden Fall auch hin. Nein, Aloy, was soll denn das? Spring doch. Na gut. Wir sind eh schon das. Was soll's. So, dann müssen wir aber diesmal genau scannen, wo das Spiel denn denkt, dass ich hoch könnte. Hier nicht, da nicht, da nicht. Vielleicht müssen wir doch hinten rum. Weil ich
Hab jetzt nicht so viele Möglichkeiten gesehen. Ich muss tatsächlich sagen, ich sehe keine Möglichkeiten. Ah, da das Ding vielleicht. Da oben kann ich zumindest vielleicht was machen, aber hier bin ich zu geduckt, warum auch immer. Also weil es wahrscheinlich zu niedrig ist. Dann schauen wir einfach mal, was vielleicht hier kann ich ist. Unbemerkt vorbeischwimmen. Boah, was ist denn da hinten? Das ist ein neues Vieh. Das kenne ich noch nicht. Oder das war in einer ungewöhnlichen Pose. So, du bist auf jeden Fall ein Krieger. Ja, wie? Wir haben nichts zum Anzünden. Altes Fass. Schön, dass wir das auscannen können. Du bist auch ein Gräber, okay. Ich kann mal heimlich ausschalten. Oder unheimlich. Numero 1. Was machst du denn hier für eine Soundattacke? Komm schon. Nein, nicht mit deinem Schwanz. Könnt ihr euch nicht gegenseitig Schaden zufügen? Das ist meine Chance. So, einmal angekrittet. Ich dachte, hier gäbe es noch eine andere Maschine, sieht aber nicht so aus. Dann war es tatsächlich nur in einer ungewöhnlichen Pose. Oder wir finden es noch. So, du hältst jetzt mal den Schwanz beisammen. Du kannst ihn nicht vergraben. Ich glaube, das waren alle. Du bist rausgekommen, um zu sterben? Interessant. Na gut. Warum denn nicht? Tod ist tot. Egal, wie das passiert ist. Vielleicht hat ihm Maulwurf unter der Erde noch auf die Fresse gegeben. Ich muss einen Weg zu diesem Sprengstoff finden. Schade, dass ich die Eier nicht mitnehmen kann. Was hier so leuchtet, kann ich scannen? Ja. Verschleierndes Omen, reifer Pilz, gibt nach einem Schlag eine Sporenwolke ab, die deine Sichtbarkeit einschränken kann. Oder nützen wahrscheinlich. Okay. Ist aber eine relativ große Mine für so eine einfache Nebenquest. Ist hoffentlich eine einfache Nebenquest. Aber auch relativ gut. Ich sollte diesen Gleisen folgen. Vielleicht führen sie zum Sprengstoff. Ja, wer weiß es schon. Also, Gleisen folgen. Oh, Spitzhacken. Und Hämmer. Und da lag da noch. Aha, da hinten liegt noch was. Aber dafür drehe ich jetzt nicht um. So, Aloy, hui. Ah. Guter Kommentar von dir. Hier müssen wir aber wieder gebückt gehen. Sehen, wohin sie führen. Zu Loot, das ist doch offensichtlich. Eine Apple Watch war dabei. Oder so eine alte Casio-Taschenrechneruhr. Was bist du denn? Vorratslager? Oh, ist da gutes Zeug drin. Rezept entdeckt. Säurefalle. Das ist ja wunderbar. So, und die Treppe, beziehungsweise die Leiter können wir ausklappen. Oben auf dem Gleis. Ich muss da nur irgendwie rüber. Ja, ich weiß auch, wie wir das anstellen. So. Ich will jetzt nicht runterfallen. Ach, dafür gibt's ja die Leiter. Gut. Jetzt müssen wir uns theoretisch nur noch weiter drehen. Nein, fall doch nicht runter. Was machst du da? Nicht mehr im Pfeil. Nicht mehr im Pfeil. Schauen. In der Hoffnung, dass das was bringt. Vielleicht habe ich nicht den richtigen Winkel. Ach, da oben hin.
Na gut, das hat irgendwie noch geklappt. Und was haben wir hier? Metallknochen und Zünder. Ja, Zünder brauchen wir unbedingt. Das ist doch schöner Sprengstoff. Sieht ja aus wie ein Game of Thrones, dieses Seefeuer. Einfach draufhauen, würde ich sagen. Aloy? Du bist ja wirklich verrückt. Ich würde mich ducken. Und meinen Kopf schützen. Und so schnell kann Wasser nicht ablaufen. Da muss das Loch schon so groß sein wie der Wasserkörper selbst. Naja. Ist trockengelegt, würde ich mal sagen. Schätze, er hat mich entdeckt. Ja, das Schätzchen hat uns entdeckt, da hast du recht. So, dann... Säure mag's doch auch nicht. Nee. Aber echt nicht. Aber schön, wie sie auch auf die Säure reagieren. Na, komm schon runter. Du kleines Rebhuhn. Dann sammeln wir erstmal hier Zeug ein. Du blitzt hier ganz schön. So, erstmal ein Teil wegsprengen. Und dir dann in die Fresse schießen. Oh, so geht's auch. So geht's auch. Da ist aber noch einer. Wieso kommt ihr jetzt alle hierher? Und woher vor allem? Haben die Geräusche euch schlechte Laune gemacht? Wart kurz, Bruder. Ich muss Munition craften. Naja, das gefällt dir nicht. Komm schon. Versuch doch drauf zu schießen. Das ist echt gut. Die Einzelteile abzuschießen bringen viel mehr als früher. Zumindest gefühlt. Also im ersten Teil. Der geht echt drauf, wenn man ihm die Sachen abschießt. So, ist das nochmal Sprengpaste? Nee, Waffenspule, okay. Vielleicht können wir die tatsächlich irgendwo reintun. Und da kommt man nicht hoch. Das ist jetzt doof. Jetzt könnten wir aber vielleicht hier auf das Seil und dann ganz oben. Ach, da wird bestimmt nicht so viel drin liegen. Ich kann eine Kiste aufnehmen. Also ich kann sie zumindest ziehen. Hui. Ja, das ist mir auch klar. Kein Pfeil. Sü. Na, das sieht doch schon wieder nach einer vernünftigen Mine aus. Das wissen wir nicht. Ich könnte jetzt auch rufen. Hi. Hier scheint ja alles okay zu sein. Unfassbar. Wir werden das überleben. Da sagst ja. du was. Gern geschehen. Geschafft. Ich dachte, du wärst Konfetti. Noch kommt nicht. Das kommt noch. Ich bring den Idioten hier raus, keine Sorge. Danke. Was ist mit dem anderen Idioten? Na gut. Die kommen klar. Wir müssen einfach zurückkehren und das alles wasserfrei. Ist das nicht schön? Ja, das hat er bestimmt mitbekommen. Komm schon, gibt's hier nicht noch so einen grünen Splitter? Oder irgendwas zum Looten? Anscheinend nicht. So. Mal erfolgreich Nebenquest abschließen. Ich hab die beiden gefunden. Hat mir eigentlich sehr gefallen als Nebenquest. War ein bisschen aufwendiger, also 0815. Genau. Ich will mir gar nicht ausmalen, was ohne dich passiert wäre. Na, die wären gestorben. Hätten sich gegenseitig gegessen. Die Augen ausgekratzt. Alvend. Wir sind der einzige Weg der Rettung. Druck gesetzt. Ich habe versucht, gegen ihn anzukommen. Jeden verdammten Tag. Ich hätte stärker sein müssen. Das ist richtig. Du erinnerst mich sehr an den Koch. Die dich brauchten. Das ist auch viel wert. Olvent kann mir drohen, wie er will. Ich schicke meine Leute nicht nochmal in diese Mine. Kommst du jetzt zurecht? Ja. Ich kriege das hin. Ich stehe in deiner Schuld.
Vielleicht solltet ihr einfach längere Zünder holen, sodass ihr die Sprengung erst macht von außen. Willst du noch mal reden? Danke, Jäger. Früher oder später wird sich jemand um ihn kümmern müssen. Ich sehe da mal nach den beiden Netzen. Ja? Wieso hast du ein Ausrufezeichen? Danke, Jägerin. Ja. Ich sehe da mal nach den beiden Netzen. Na gut, ich würde tatsächlich sagen, das reicht schon für die Episode. Haben erfolgreich irgendwas hinbekommen. Das ist immer ein schöner Zeitpunkt aufzuhören. Einen Augenblick noch. Wildjacke. Na gut, jetzt aber vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.